Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und heute geht's mit Episode 8 los. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe irgendwie ein bisschen Lust drauf, auch wenn der 8. Teil eigentlich so der schwächste Teil von allen ist. Von der kompletten Trilogie meiner Meinung nach, von den ganzen Star Wars Filmen, finde ich, habe ich trotzdem irgendwie Lust, weil der letzte Teil, also hier Episode 7, fand ich halt in dem Sinne ein bisschen langweilig, weil wir haben das schon mal gesehen gehabt in den Filmen, dann hatten wir sogar ein extra einzelnes Lego-Spiel dafür und ja, deswegen kennt das gefühlt jeder schon und deswegen, ja. Hier in dem Teil war praktisch so von den Cutscenes her das, was er am schlechtesten fand, also zum Beispiel am Ende, das habe ich sogar nochmal in der Folge extra markiert gehabt oder nochmal hingeschrieben gehabt, Rey hat Kylo geboxt und deswegen hat er die Narbe hier. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder von mir aus gesehen, hier, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, es ist spiegelverkehrt, aber muss ja sein. Ja. Und ja, keine Ahnung. Und dann vor allem auch Han Solo, dass es irgendwie emotional hintereinander Vater und Sohn ist, geht Kylo sein Schwert nicht und das repariert Han und dabei tötet er sich oder tut sich indirekt umbringen, weil er sich unter sich ein Loch schneidet. Das ist irgendwie kompletter Quatsch, finde ich. Schon ein bisschen. Aber auf den 8. Teil bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Den hat man nämlich nicht in Lego. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wie der Teil hier ist. Naja, und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir in Episode 8 rein, die letzten Jedi. Und ja, dann starten wir mal einfach. Und let's go! Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Episode 8. Die letzten Jedi. Die Erste Ordnung hatte Vorherrschaft. Nachdem er die friedliche Republik vernichtet, geschlagen hat, setzte er im obersten Anführer Snoil nun eine gnadenlose Legion ein, um die militärische Kontrolle über die Galaxis zu erlangen. Null General Leia Organas Truppe von Widerstandskämpfern stellt sich der wachsenden Tyrannen entgegen, in der festen Überzeugung, dass Jedi-Meister Luke Skywalker zurückkehren und den Kampf wieder einen Funken Hoffnung bringen wird. Doch der Widerstand ist in Gefahr, als sich die Erste Ordnung dem Rebellenstützpunkt nähert, leitet die tapferen Helden eine verzweifelte Flucht in die Wege. Oh, die Musik. Lol. Das ist er. Ha! Hast du auch fröhliche Piepser für mich, Kumpel? Wir haben schon Verrückteres abgezogen. Der Kameramann. Toll. Hier ist der Kameramann. Fröhliche Piepser. Okay, wir fangen ja hier direkt an. BB-8, was habe ich eben über fröhliche Piepser gesagt? Nur damit es klar ist, Commander Dameron. In diesem Fall stimme ich dem Droiden zu. Danke für eure Unterstützung, General. Oh, was ist denn das Schönes hier? Sieht ja cool aus. Base des Widerstands. Talilintrax. Okay. Oh. Kontaktiere die Schiffe der Ersten Ordnung. Man hat doch im Trailer gehört, dass... Ah nee, wobei, das hat man nicht im Trailer gehört, okay. Dann habe ich das jetzt gerade mal rausgeschnitten. Man hat nämlich was Bestimmtes in den Trailern gehört. Nicht in den Trailern. Es war nicht in den Trailern, sondern das war... Ich dachte, das wäre in den Trailern gewesen, aber es war nur kurz am Anfang, wo ich mir mal Episode 8 kurz angeguckt habe. Den Anfang. Deswegen habe ich das jetzt rausgeblendet, weil es wäre ja sonst praktisch, wenn man so sieht, ein Spoiler gewesen. Ich selber weiß es, aber vielleicht wisst ihr noch nicht und deswegen möchte ich euch da nicht spoilern, wenn ihr euch das zum Beispiel bei mir jetzt das erste Mal anguckt. So, und da gehen wir mal hin. Dameron's Widerstand. Na schön, wir sind in Reichweite. Überlass mir das Reden, okay? Wird schon schief gehen. Lol. Dringende Mitteilung, Sir. Von einem Poe Dameron der Flotte der Republik. Die Ähnlichkeit ist sehr groß. Wie geht's eurer Mutter, Sir? Vernichtet sie! Drückt auf die Tube! Er fliegt auf das Schlachtschiff zu. Alles klar, schalte jetzt Geschütze aus. Kerli, Zielanflug beginnen. Verstanden? Okay. Alter, wie viel?
Genau, das war der Mutterwitz, der war auch wieder mal drinnen. Und das war eben das, was ich gesagt hatte, aber das wollte ich nicht jetzt reinpacken mit dem Video. Ne, ich hab's ja gerade erzählt. Immer noch nicht so bleich wie Mama Hux? Da hab ich extra das gute weiße Papier genommen. Ob die neue Freunde suchen? Oh, was war das denn? Weiter so, Commander Dameron. Die Evakuierung der Basis läuft noch. Weiter so? Ach so, ne, ich dachte, das wäre nicht so gut gewesen. Was er hier gemacht hätte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal das ganze Geld hier einsammeln. Wichtig. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier ein, so einen Sternzerstörer oder sowas. Und das hier ist, Alter, chillen. Das ist dieses Schiff mit den Lasern. Kann man die mal sehen? Mich mal interessieren. Und die Laser da? Nö. Nee. Oder? Ach nee, das sind die hier. Ich dachte, die wären rot oder so. Keine Ahnung. Okay, aber hier haben wir noch mal ein bisschen Geld, was wir auf jeden Fall einsammeln können. Wäre natürlich praktisch und lustig, wenn wir hier einen Timer hätten, was natürlich mehr oder weniger Sinn machen würde. Oh, noch mehr Geld. Das hat jetzt dicke gebracht. So, und immer noch Schrott. Und da können wir mal hier noch auf dem Schiff ein bisschen aufräumen. Ganz Kanonen weg damit. Oh, nice. Mini-Kit. Nice, nice. Sehr geil. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal Torpedos. Wobei, ich glaube, die kommen gleich, dass wir das Schiff zerstören hier, oder? Weil das eigentlich die Bomben da angetan hat, die Zerstörung. Also die Bomben haben ja die zerstört hier. Sind die Bomben eigentlich schon da? Die Evakuierung ist abgeschlossen. Gut gemacht, Poe. Kehrt mit eurer Staffel zurück, damit wir hier endlich verschwinden können. Ah. Angriff sofort abbrechen. Das ist ein Befehl. Ja, die Verbindung ist schlecht. Los. Staffel, wird Zeit für die Bomben. Bombe, dicht zusammenbleiben. Jäger, ah, lol. Schießt die Bombe. Ist nicht alltäglich, dass wir ein Schlachtschiff vors Feuer kriegen. Also strengt euch an. Ah, hey, was ist denn das? Oh, lol. Wir können jetzt das Schiff das gar nicht so fliegen. Lol. Obwohl das Ding nur gerade schießen kann. Können wir das steuern eigentlich? Nee, gut. Obwohl das Ding nur gerade schießen kann. Oh, was ist das? Minikit? Ah, sehr geil. Cool. Das war auch mal was Neues. Auch wieder Minikit. Dafür sind halt schon viele draufgegangen, viele Bomber. Oh oh. Wir haben die Flotte im Visier. Wir müssen den letzten Bomber beschützen. Er ist die einzige Chance, das Schlachtschiff aufzuschalten. Ja. Noch ein Minikit, Alter. Oh. Jetzt haben wir. Ah. Aha. Okay, interessant. Machen wir das mal. Natürlich praktisch, dass die Flieger hier gleich mal Torpedos mit haben. So. Nice. Page. Bedrückter Helm. Lol, ein Klavier. Bomben unterwegs. Nice. Sie können nicht entkommen, oberster Anführer. Denn die
Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Der mächtige Kylo Ren. Nimm dieses lächerliche Ding ab. Sag mal, hey. Du bist nur ein Kind mit einer Maske. Mach mein Schiff stark klar. Gut gemacht, Kumpel. Finn nackt und ich der Beutel. Was? Ne? Toll. Finn, alter Freund. Wie schön, dich zu sehen. Was? Wir sollten dir mal was anziehen. Hm? Komm mit. Jawohl, cool. Dameron's Widerstand. Okay, wahre Jedi. Zwei Herausforderungen haben wir tatsächlich bekommen. Und sogar, drei Minikits. Okay, ja, doch nicht vier. Und dann haben wir Leia und noch ein paar und die Bombe und so weiter. Eins nach dem anderen, Kumpel. Ziehen wir dir erstmal was an. Suchen wir dir eine Jacke und eine Hose. Es muss hier doch einen Schrank geben oder sowas. Nice, also. Das Coole ist. Dicker, also die Widerstandsbasis ist zerstört. Ich hatte nämlich irgendwie nicht so viel Bock drauf. Und jetzt sind wir hier auf, Weltraum über Crate, lol. Stand das gerade da? Geht nämlich da Weltraum über Crate. Crate. Ah. Interesting. Wobei, das wird ja auch bald hier hochgelangt. Ja, zumindest der Hangar hier, ne? Oh, perfekt. Okay. Na gut, dann machen wir das mal weiter. Also, der Finn ist jetzt erstmal wieder wach. Und wir müssen ja jetzt, das ist schon irgendwie cool. Und es ist nicht dieses eine Schiff eigentlich, wobei, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aus Episode 6, wo wir drin waren? Ich glaube aber nicht. Wieder wahrscheinlich ein anderes. Ich weiß aber gerade nicht so richtig, welches das sein soll, ja. Ach, ist das das Schiff, wo dann zum Beispiel Prinzessin Leia da ausgebombt wird? Könnte schon sein, was ist denn das? Das ist bestimmt so eine Rettungskapsel, wo dann Dings fliehen will oder so. Finn dann später. Ja genau, das könnte möglich sein. Schon okay. Geht ihr nur auf eure wichtigen Missionen. Das ist sicher wichtiger als diesen Ort. Okay. Perfekt. Schon irgendwie nice. Das hat mir auf jeden Fall gerade Spaß gemacht, das Level. Also viel, viel mehr, also auf jeden Fall viel, viel mehr als Episode 7. Die Rätsel habe ich auch noch nicht mehr gemacht, ja. Dir ein paar Klamotten, die nicht undicht sind und Finn, undichter Beutel? Was? Da ist nichts drin. Wer hat sich denn hier bedient? Ja, die Leute haben die Angewohnheit, sich Sachen zu leihen und dann nicht zurückzubringen. Sieh dich um, es liegen garantiert ein paar Sachen rum. Hm. Hier steht, dass die letzte Jacke an einen P. Dameron ging. Ich glaube nicht, dass ich den Kerl kenne. Perfekt. Alter, was hat denn der hier bitte schon für ein... Ich kannte den ja schon von Anfang Episode 7. Boah, dass der so reinschallert. Mit seinem Helm. Wenn er gleich gegen 10 Truppler gleichzeitig kämpft oder so. Oh, perfekt. Hier rein. Ah, wir müssen das jetzt suchen tatsächlich. Okay. Aha. Ist schon, also keine Ahnung, gefällt mir irgendwie. Das macht mir jetzt direkt wie viel mehr Bock, weiß ich nicht. Geht direkt so auf. Okay, und was haben wir hier hinten eigentlich noch? Besser halber einfach mal. Nur ein paar Türen und hier. Ah, hier ist der Hangar wieder. Ich glaube, ich habe gerade zwar einen größeren Gang genommen, als ich hätte nehmen müssen, aber egal. Ist nicht so schlimm, da wir haben wenigstens das Schiff erkundet. Hm? Lol.
Tür auch einfach öffnen können. Mir hat der Schrank eh nie gefallen. Das dürfte genügen. Ah, ich sammle das ein. Zurück zum Schrank, damit du dich in Ruhe umziehen kannst. Sorry. Bitte fortsetzen. Also, ich bin angezogen. Wohin jetzt? Okay, wir müssen zur Nachbesprechung auf die Brücke. Da kannst du gleich alles anhören, was du verpasst hast. Kriegt ja Dings erstmal die Degradierung, oder? Finn und der Beutel. Okay, jetzt immer noch das Gleiche irgendwie. Gut, dann machen wir da mal rein. Das ist Snokes Schiff. Wir haben lol, wie lustig. Das ist unmöglich. Geschlossene Formation. Der hat nichts an. Die wackelt dann noch so dran. Also, wer hat das Kommando? Das wäre Vizeadmiral Holdo. Danke, Commander. Wie lautet unser Plan? Die Haare von dem. Osten und befolgt meine Befehle. Ah, das Finn gerade abgehauen. Wer denn mit? Was soll denn das werden? Ich mach nur ein paar Kontrollen. Kontrollierst die Rettungskapseln. Nein! Hä? Diese Flotte ist verloren. Ich muss meine Freundin Ray warnen. Falls sie zurückkommt, ist sie es ebenfalls. Ich sperre dich ein wegen Desertation. Lol. Ich wollte nicht desertieren. Ich muss meine Freundin warnen, dass dieses Schiff verloren ist. Wir können auf Lichtgeschwindigkeit gehen. Die können uns trotz Lichtgeschwindigkeit erfassen. Die können uns trotz Lichtgeschwindigkeit erfassen? Ja, und wir haben kaum noch Treibstoff. Hyperraumerfassung ist neu. Aber im Prinzip funktioniert sie wie jede andere aktive Erfassung. Sie orten uns nur vom Führungsschiff aus. Wir müssen mit Poe reden. Selbst wenn wir auf den Sternenzerstörer kommen, um es abzuschalten. Voll. Wer weiß denn, wo der Versorgungsraum überhaupt ist? Der Typ, den er immer gewischt hat. Wenn ich uns dort reinkriege. Kann ich das Ortungsgerät abschalten? Okay. Ich dachte halt eigentlich, dass Poe jetzt irgendwie nochmal so richtig degradiert wird irgendwie, aber anscheinend nicht. Es hat anscheinend keinen gejuckt. Das fand ich ein bisschen schade, das hätten sie mit reinnehmen können. Das wäre irgendwie lustig gewesen bestimmt. Aber trotzdem, also das mit den Hologramm auch gerade eben oder das mit dem einen Schiff, was dann so wegfliegt, wo dann Snokes Schiff kommt, das war irgendwie schon cool. Naja, okay, gehen wir mal noch hier vor. Warum sollte man eine Tür mit ein paar Zielscheiben sichern? Nur so kann sichergestellt werden, dass alle mit ihrem Blaster trainieren. Du hast diesen Gesichtsausdruck. Was ist los? Okay. Ach, da ist Leia. Die erste Ordnung ortet uns von einem Zerstörer aus, dem Führungsschiff. Super, dann pusten wir das weg. Gute Herangehensweise, aber nein. An Bord schleichen. Ordnungsgerät deaktivieren, unsere Flotte entkommt, bevor die es mitkriegen. Wie kriegen wir euch beide unbemerkt auf Snokes Zerstörer? Den Meistercode Knacker. Ihr erkennt ihn an einer roten Blumenblüte an seinem Revers. Im Casino. Okay, die Flotte hat nur noch für 18 Stunden Treibstoff. Wir müssen uns beeilen. Ich bleib hier und gehe dann auf Lichtgeschwindigkeit. Was machen die denn? Kentobite. Alter. Kentonica. Klasse. Weißt du, wo das ist? Ja. Wie Level kommt denn noch? Das zweite Level ist bitte schön dieses. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu scherzen. Ups. Das zweite Level ist dann schon einfach mal Kantobite. Kantobite, ja. Das ist interessant, okay. Ja, das war so auch so eine Sache in dem Film, die jetzt nicht so toll oder interessant war. War zwar ein anderer Planet, aber naja. Ich kann ja immer mal zwischen den Folgen so ein bisschen reden, so wie ich die Stellen im Film zum Beispiel fand. Das ist eigentlich auch relativ gut, zum Beispiel so als kleine Bewertung für einen Film. Also wenn ihr halt zum Beispiel wissen wollt, wie meine Meinung zu den Star Wars Filmen ist und so weiter und so fort.
Ja, das können wir ja auch mal machen. Ja, bloß, es fällt mir jetzt in Episode 8 ein, dass wir das mal machen könnten. Aber naja, ist nicht so schlimm. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also in der nächsten Folge fliegen wir nach Canto Bight und schauen uns oder suchen den Meistercode-Knacker, damit wir auf Snokes Schiff kommen. Da bin ich auch immer sehr, sehr gespannt. Das ist im Allgemeinen halt schon, ja, irgendwie spannender. Also es ist, was heißt spannender? Aber es ist halt in Lego, zumindest in der Hinsicht zu Lego, finde ich schon mal besser als Episode 7. Weil erstens, Episode 7 war langweilig, weil wir das eben schon mal als Spiel hatten. Und andererseits, naja, die Story kenne ich jetzt schon länger oder besser, wie auch immer, weil ich halt mich Episode 7 allein schon wegen dem Lego-Spiel mehr beschäftigt habe. Ne? Wenn man das so, versteht man ja bestimmt. Genau, und ja, das war es aber erstmal mit dieser Folge von Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Und ja, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und jetzt könnt ihr links noch die Blends abchecken, rechts die nächste Folge. Und in der Mitte könnt ihr auch abonnieren. Und dann sehen wir uns und ciao!